In der Mongolei ist es im Winter oft sehr kalt. Temperaturen von unter 30 Grad sind keine Seltenheit. Meistens jedoch ist es so um 20 Grad minus. Die Mongolen kennen keine Winterfütterung. Die Tiere müssen ihr Futter im Schnee selber suchen. Auch im Sommer wächst das Gras eher spärlich, sodass nur ein kleiner Notvorrat angelegt werden kann. Zum Glück sahen wir schon am Anfang unseres Besuches, dass Biamcho und ihre Schwägerin für uns aus weiter Entfernung frisches Quellwasser heranschleppten. Erschrocken baten wir sie, auch für uns geschmolzener Schnee zu benutzen. Durch die winterliche Kälte bedingt spielt sich das Leben im Inneren des Gehers ab. Im Hinblick auf Neujahr werden die Kleider und auch sich selbst noch einmal gründlich gewaschen. Aus dem Vorratshäuschen hat Biamcho gefrorenes Fleisch geholt, um die vielen Gäste, die in der Winterzeit immer vorbeikommen, zu verköstigen. Die Mongolen mögen fettiges, sogar sehr fettiges Fleisch. In der Mongolei wird das Fleisch gekocht und in einer Suppe dargeboten. Am Nachmittag kommen die Ziegen und Schafe von der Weide zurück, um im Stall ein wenig Schutz und vielleicht auch ein wenig Wärme zu bekommen.
Der Motor unseres Jeeps muss etwa alle 3 Stunden, während 5 bis 10 Minuten, laufen gelassen werden, damit er nicht einfriert. Die Familie hat auch eine kleine Solaranlage, die eine Autobatterie speist. Mit der lassen sich die dunklen Winternächte ein bisschen aufhellen. Sehr beliebt ist auch ein Spiel, ein Geschicklichkeitsspiel mit Schafsknöchelknochen. Kerzen sind dich jedoch immer noch viel romantischer. Als wir mit dem Jeep in die nächste Siedlung fahren wollten, um Futtermittel für schwache Tiere zu kaufen, drohte der Jeep in eine kleine Grube zu rutschen. Eine Schaufel war schnell zur Hand, so konnte der Jeep schnell wieder flott gemacht werden. In der Mongolei steht auf jeder Passhöhe ein Heiligtum. Es wird Ovo genannt. Zum Dank für die gute Wegfahrt wurde es von uns 3-mal umrundet. Mit dem mitgebrachten Futter konnten die schwachen Tiere ein wenig aufgepäppelt werden. Wir machten einen Besuch bei Zekmet, der ältesten verheirateten Tochter von Byamchu und Ozi. Sie lebt etwa 1 Kilometer weiter entfernt in einem anderen Hotel. Hotel sind kleine Ansammlungen von Jurten. Es können sich aber höchstens 5 oder 6 Jurten zu einem Hotel zusammenschließen. Es würde sonst, sollten sich mehrere zusammenschließen, zur Überweidung kommen. Nachwuchs ist auch schon da. Eine große Attraktion ist immer ein Motorrad, besonders bei den Kindern.
Die Neujahrszeit verlangt der vielen Besucher wegen immer wieder Vorbereitungen für Speisen. Ulzis und Biamchus älteste Tochter Zigmet kam am Abend für einen kurzen Besuch mit ihrem Ehemann. In der Mongolei ist das Schnapstrinken, besonders unter Männern, weit verbreitet. Leidtragende sind die Frauen und Kinder. Auch Frauen trinken, aber doch viel, viel weniger als Männer. Kurz vor Zaganzar, dem asiatischen Neujahr, das meistens zwischen Ende Januar und vielleicht Mitte Februar gefeiert wird, gibt es in der Mongolei kaum ein Gehr, in dem nicht Borzok gebacken werden. Am Abend vor Neujahr werden die Borzok, so etwas wie harte Biskuit, kunstvoll aufeinander geschichtet. Dazu kommt noch Fleisch und mongolischer harter Käse und Süßigkeiten als Verzierung. Ulzi und Rinchen machten sich daran, die Borzok und die anderen Zutaten kunstvoll aufzuschichten. Da Ulzi aber schon vom Alkohol ein wenig zu beduselt war, war er nicht mehr fähig, zum Unwillen seiner Frau, sie schön genug aufzuschichten. Bujan, der Schwiegersohn, übernahm die Aufgabe, die große Schüssel herzurichten und Zigmet, seine Frau, die kleine Schüssel. Nachdem der Inhalt der großen Schüssel schön aufgeschichtet worden ist, wird sie vor den Altar gestellt. Die kleine Schüssel wird jedem Besucher in die Hände gegeben und er muss ein wenig davon nehmen und essen. Auch der Inhalt der großen Schüssel wird in den nächsten Wochen aufgegessen. So will es die Tradition.
Hab dann. Ich 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 hab dann. Bujan, der Schwiegersohn, trinkt nur wenig. Ein kleiner Schluck aus dem Glas, das immer wieder herumgereicht wird, genügt ihm. Die Schüsseln wurden dann doch noch fertig. Zum Abschluss des Abends tranken alle nochmals ein Glas Schnaps. Der Neujahrsmorgen kündigt sich wunderbar an. Am Neujahrsmorgen verneigt sich Biamchu dreimal vor dem Altar, vor dem man die große Schüssel gestellt hat. Danach würfelt man um das Jahresglück und bald macht man sich auf den Besuch zu Biamchus Stiefeltern. Nicht ohne vorher den üblichen Schluck Schnaps getrunken zu haben. Ha ha.